Kunstunterricht gemacht, selber diese Kratzbilder angefertigt. All these memories. I want to look at everything. Okay, das machen wir doch. Wir gucken uns erstmal die Zeitkapsel an. This container looks like it could last 100 years. Aber ich kann nicht anders. Ich muss erstmal das andere Zeug angucken. We always make so much more of a mess here than at my house. Ach ja. Oh, ein Anime-Buch. We always make so much more of a mess here than at my house. Manga might be the one thing where Chloe out-nerds me. Oh, naja, das ist auch nicht so meins. Also, that was a good week. I used every possible excuse to be here for breakfast. Viel Glück, Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two-Way zu öffnen in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Frau. Oh. Waffel. Ich will auch befördert werden. I always look especially short next to Chloe. Ach, Mann. Man wird echt sentimental bei dem Spiel, vor allem wenn man weiß, wo das alles hinführt. This is probably the last thing Chloe's mom wants to see after a shift at the diner. Okay, dann werden wir das mal aufräumen. Chloe ist beschäftigt. Da können wir noch ein bisschen Ordnung machen, bevor wir abhauen. Wenigstens ein bisschen. Sehr schön. Much better. Ja, ich bin ein guter Mensch und ich stehe dazu. Okay, was haben wir hier noch ein Foto? I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Ja, das wissen wir, meine gute Max. Das wissen wir. So, die Schneekugel. Kennt ihr die noch? Und hier ist ein Reh. Oh Mann. There. Now you've got something pretty to look at. Ach Mann. Was haben wir hier? Ein Amulett. You sure were troublesome to find. Fast nicht gefunden. Fast. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Mit dem Windsegeln. Geschichten von Frauen, die in der Mitte ihres Lebens den Beruf wechseln. Herausgegeben von Claire Cassidy. Ja, wir wissen ja, Joyce wollte ja Lehrerin werden. Was haben wir hier? Wir gucken uns mal das Buch an. Lupin! We used to read every issue from cover to cover. Oh, Däumelinchen. Lupin Magazin, Kindergeschichten aus aller Welt. Oh. Hier haben wir die Kapsel. Ein Comicbild. Das Holy letzte. Crap. It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Vielleicht solltest du runterkommen und dem Typen zusammen mit mir das Gesicht mit Flugkraft wegfliegen lassen. Ah. Das letzte Bild vom Chloes Zimmer, wie cool. Our time, these are awesome. Huch. Chloe's always been good at making up cool things to do. Der Helikopter. Der bequemste Sitz der Welt wechselt Pedale zwischen Rädern und Rotoren, treibt auch die Rotoren an. Wie cool ist das denn? Flammende Finger, Feuerstein und Stahl. Stimmt, wenn man dann schnippst, müsste dann Feuer kommen. Eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, Chloe. Sonnenstrahl. Hier kommt Sonnenlicht rein. Wir gucken uns das mal an. Also, hier trifft das Sonnenlicht auf. Dadurch wird ein Fenster geöffnet. Die Spiegel verstärken das Sonnenlicht und hier kommt ein Laserstrahl raus. Wusch, wusch, wusch. Okay, Vorhersage. Most of these are pretty far off base. It's so hard to predict the future. Maybe it's better to enjoy the present instead. Das stimmt. Vorhersagen für die Zukunft von Chloe und Maxine. Erstens, wir hängen immer noch miteinander rum. Mehr als mit irgendwem anders. Zweitens, wir sind beide mittelmäßig beliebt. Drittens, wir sind beide mit unserem zweiten Freund zusammen. Viertens, wir treffen keine Entscheidungen, ohne die andere zu Rate zu ziehen.
oder den sprechenden Schädel unserer Feinde. Fünftens, wir haben beide ein Haustier. Sechstens, Chloe hat die Antarktis bereist, Max hätte mitkommen können, wenn sie gewollt hätte. Siebtens, eine von uns hat eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Wir sind gut in der Schule. Okay, nicht, ja, ja, das hat wohl nicht so gepasst. So, die Briefe haben wir uns schon angesehen. It actually might be really fun to write letters to Chloe after. Is writing once a week too often? Will I run out of things to say? Ja, aber das wäre besser gewesen, als gar keine Briefe zu schreiben, Max. It's good to see you, old friend. I guess I should try talking to Chloe again about my news. Okay, erstmal. I can do that after I finish looking at everything. Genau. Wir gucken uns erstmal alles an. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. Okay, Regenschirme, immer wichtig. These used to make great pirate swords. Das Anschlagebrett, was in allen zwei, drei, also in allen Life is Strange Episoden mit dabei ist. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess, compared to that, Seattle's not so far. Ja, das stimmt. So, Telefon. Ich will mal die gab's da nicht schon eine Nachricht? That's the voicemail Chloe's mom was talking about. Ja. She did say she didn't want Chloe to hear it. But if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Ja. Anhören. Ich will's wissen. Einfach zu neugierig. This is Anne Rogers, Marissa's mother. Marissa from Blackwell. I need to talk to you about what your daughter did to Marissa in class today. I'll be keeping Marissa home with me tomorrow. At this point, I'm not comfortable sending her back to school at all. I don't know if your daughter's having trouble adjusting or what, but this needs to be addressed. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Die beiden klingen furchtbar. They both sound awful. Marissa and her mom. They are. All Marissa talks about is like how much she hates her tutor, but she never does any homework. I told you, I hate fake people. Is everybody there like that? No, not everyone. But more than I'm used to. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science, just a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. Es tut mir wirklich leid. That really sucks. I'm sorry. Yeah. Thanks, Max. Ach Mensch, ja natürlich ist es schwer in so einer etepetete Umgebung, sich da irgendwie zurechtzufinden. Vor allen Dingen, wenn die so besonders sind, die Schüler auf Blackwell. Und wir kennen die Schüler. Wir wissen, zu was sie fähig sind. Ich glaube, gerade da ist es für solche Stipendiumskinder sehr, sehr schwer, sich zurechtzufinden und vor allen Dingen auch, sich wohlzufühlen. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Ja, ich will. Nachstellen. Chloe, ein Foto machen. Okay. Was haben wir hier noch? Noch mehr Fotos. Chloe and I have been friends for so long. Oh Gott, ist das süß. Maybe I'm worrying too much about this move changing things.
Umzug, Halloween 2001. Oh Gott, ist das süß. Sind die zwei Kekse? Sie sind Kekse. Oh Gott. Ich liebe ja sowas. Also solche Freundschaften gibt es wirklich ultra selten. Ultra, ultra selten. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Ja, warum nicht? Also sowas ist immer ganz cool. Ein Foto von der Baseballmütze wird gemacht. Yes. Pose for a photo with that. Okay. Tip your head back and put your arms out. And a really big smile. like this? It's perfect. Stop moving. Wunderschön. Wunderschön. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Ich will's sehen. Na, hier das Foto, das ärgert mich immer noch. Aber okay. Hier waren wir schon Taschengeldbudget. Oh. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. So. Oh. 60% darf sie behalten und 40% darf sie ausgeben. Cool. Finde ich cool. Ein $18 als Geschenk von der Oma. Ach, wie cool. Wie cool. Okay, wir setzen uns bei neben Chloe. You're such a space hog. Move over. Nope. Diesen Moment müssen wir einfach genießen. Ich will nicht, dass es so endet. Ich will das alles verändern. Ich will nochmal komplett in der Zeit zurückreisen und niemals Arcadia Bay verlassen. Ja. Merkst, da bist du nicht alleine. Und genau solche Momente muss man einfach genießen. Denn die kommen so schnell nicht wieder, tatsächlich. Leider. Okay, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So, Chloe, bist du fertig mit deiner Zeichnung? Ich glaube, wir haben jetzt nämlich alles abgegrast hier und sind bereit, mit Chloe zu sprechen. Ein bisschen. Hey, den Weinblick vergessen. Ach. How's the masterpiece? Working on the last bit? How about you? Done with the time capsule? Yeah. Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Ah, es ist einfach so cool. Himmel, diese Wunderkugel wird ewig halten. Ach, diese lustige Kugel, die wir oben angeschleckert haben. Ugh, this jawbreaker is going to last forever? Just like our friendship. Oh. Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest Nein, of the day. Nein, you're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max, das kannst du ihr nicht antun. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing. Right? Nee, wir sagen es ihr. Punkt. Sowas darf man einfach nicht seiner besten Freundin vorenthalten. Das, finde ich, ist ein totales No-Go. Chloe. Max? I want to tell you something. Okay.
My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. Aber warum hast du so getan? Ich hätte es dir eher sagen sollen. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I was trying to tell you this morning, but... But I totally distracted you with the pirate tape. Success. Seriously? I didn't want this hanging over us all day. Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone. Oh man, das ist echt die beste Freundin, die man sich wünschen kann. I want to spend every minute we have together having fun. Wir besuchen einander. We'll keep in touch, okay? And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. Aww. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Nein. Ist das das? Oh Gott. Oh nein. Mom? Black flies on the windowsill. That we are, that we are, that we are to know. Winter stole summer's thrill. And the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land. A dark and gloom to stay. Hope your needs a humble hand. Not a fox found in your place. Or maybe you were the ocean when I was just a stone. Black flies on the windowsill. 38 Jahre, das ist nichts. We are, that we are, that we are the whole. Comfort came against my will, and every story must grow old. Still I be a traveler, a gypsy's reins to face, but the road is wearier with that fool found in your place. No man is an island, for this I know. Und genau an dem Tag müssen die abreisen. But can't you see, oh? Maybe you were the ocean when I was just a stone. So here we are.
was the absolute worst time for me to go. I thought maybe if you heard my voice, it could be a little bit like I was there. I don't know. Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking. If I could just see you. But we'll get good at it. Great at it. We'll write and talk all the time. And then you'll come visit and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never, even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Alter Verwalter, was war das für ein Ende von Life is Strange Before the Storm? Ich muss zugeben, dass mir ein, zwei Tränchen über die Wange gekullert sind. Das ist wirklich ultra, ultra harter Tobak. Das ist das fast Life is Strange 1 und Life is Strange Before the Storm nochmal so unglaublich zusammen. Diese ganzen Emotionen vom Verlust, von Freundschaft, von Liebe, von Angst, diese Veränderung, die Chloe durchgemacht hat, wird jetzt erstmal so richtig klar. Nicht nur durch Life is Strange Before the Storm, sondern auch durch diese Zusatzepisode. Diese Zusatzepisode einfach nochmal so, so viel Tiefe gegeben. Und ich bin erstmal total geflasht. Ich lasse euch jetzt einfach noch die Credits durchlaufen und Alter, macht euch noch einen schönen Tag, genießt einfach jeden beschissenen Scheißmoment mit den Leuten, die ihr liebt, mit den Sachen, die ihr liebt, macht euch keine Gedanken über die beschissene Zukunft, denn ändern können wir daran sowieso nichts. Es kommt, wie es kommt, und das Einzige, was wir machen können, ist, die Sachen hinnehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen, aber mehr können wir nicht tun. Denkt daran. Und damit klinke ich mich jetzt aus. Macht euch einen wunderschönen Tag. Ciao mit V, tschö mit Ö, tüdelü, was auch immer. Ich bin raus. Thank you.
Thank you.
It's gone. My best friend has left me. Hey, Mom. You wanted to talk? And home life is a joke. David's a good man. Dad was a good man. Your mother. She's hurting, Chloe. You're not my father. Sometimes all I want to do is shut my eyes.